geht's weiter. Und zwar diesmal am Tag. Wir wollen ja noch mit Dex ein bisschen fahren. Der hat ja auch noch Bock noch zu fahren, um einen auf die Fresse zu kriegen. Das letzte Rennen, glaube ich, mit ihm. Wir haben Bock noch eine Runde mit Dex zu fahren. So. Die letzte Nacht hat sich jedenfalls gelohnt, muss ich sagen. Oh, und da ist der gute Dex. Der fällt auch noch ein Rennen. Das kriegen wir auch hin. Ja, die Schnellreise setzen wir. So. Die anstehende Reise. Ah, man trifft sich natürlich direkt vom Polizeirevier. Das lohnt sich natürlich dann. Mach das. Bieg hier rechts ab. Du kennst Lucas doch inzwischen ziemlich gut. Glaubst du, er ist gerne Mechaniker? Ja, würde ich schon sagen. Warum? Bevor er die Werkstatt übernommen hat, war Racing sein Leben. Aber dann hat er es einfach so komplett aufgegeben. Zu wenig Zeit, schätze ich. Sein Dad hat's hingekriegt. Oh, bleib doch stehen noch da am Ende. Roberto hatte die Werkstatt, zwei kleine Kinder und trotzdem noch Zeit, Rennen zu gewinnen. Roberto war ja auch Mr. Clean, Mr. Fantastic. Niemand kann ernsthaft erwarten, dass Lucas auch so ist. Roberto schon. Vielleicht war das das Problem. Und deshalb fahre ich auch nur zum Spaß. Man muss die Rennen auch genießen können. Amen. Jetzt nach rechts. Wo will denn da hin? Okay. Na dann auf. 12 Gegner. 11. Wenn du hier gewinnst, gehört das Fahrwerkskit dir. Na gut, dann schauen wir mal. Ein Sprintrennen haben wir. Oh, das ist noch ein Porsche, der was ein bisschen was will. Ja,
bin aber auf der Hause, man keine Chance hatte. Ja. Mehr ist das nicht. Guten Abstand gebracht, fast 500 Meter. Aber wir haben jetzt 36% des Rennens, wenn man mal bedenkt. Wir haben ein Drittel, dann geht das Rennen wie 6 Minuten oder so. Dabei. Du musst deine Angst überwinden. Los! Was für eine Angst? Ich habe einfach mehr als halb als die Hälfte. Habe jetzt wieder 6 Minuten um sogar hin. Sind noch 25%. Shit, ich bin so weit zurück, dass ich dich nicht mal mehr sehe. Tja, bei 2 Kilometer Vorsprung, kein Problem. Ja, 6 Minuten wird es nicht werden, definitiv nicht. Es wird nicht mal 5 werden. Aber dafür haben wir ja einen guten. Weil es auch ein langes Stück geradeaus ging, wo die Power so ein bisschen ausspielen konnten. Geschafft. Die Strecke ist getestet und das Fahrwerkskit gehört dir. Als nächstes stehen ein paar hochklassige Rennen an, also behalt dein Telefon im Blick. Ich melde mich, wenn es soweit ist. So, die anstehende Reise haben wir abgeschlossen. Das Fahrwerkskit ist dabei. Und wir haben noch ein Rennen, wo wir gute Kohle bekommen, und zwar die Achterbahnfahrt. Dann kann auch schon das neue Teil rein. Und der Lambo dann mal ein bisschen an Power gewinnen.
wieder einen Rundkurs rennen. Vorhin wieder ein Porsche, ne? Ja, mit der Überraschung. Ach, der wieder. Okay, er möchte spielen. Oder hat das? Dann nehmen wir das Schild da oben noch weg mit. Letzte Runde. Der Abstand ist wieder so groß. Bringt zwar nichts, aber es macht Spaß. Nochmal durch dieses Schild durch. Und schon mal das Feld aufgeschlossen. Das heißt, wir sind gleich. Haben gleich überrundet. Ein Auto zumindest. So, gut. Event abgeschlossen. Was haben wir denn noch als nächstes? Hier oben ist doch noch was, 28.000. Gut, ich müsste da oben an den Kopf vorbei. Und
da ist noch ein Rundkursrennen, wo weniger Kopf sind, aber wo auch mehr Kohle gibt. Dann nehmen wir das. Das Ding fahren wir noch. Upsi, da bin ich auf die falsche Taste gekommen. Und dann machen wir es auch direkt. Wir kommen zurück. Ich weiß, dieser Ort ist schwer zu finden. Und das ist auch gut so. Den neuen Turbolader machen. Gut. 346 hat der, denn wir fahren auf den Rennen. Autos haben wir ja noch keine neuen freigeschaltet. Nein, ich werde nicht jetzt noch darunter fahren, sondern nur diese Schnellreise setzen hier. Wir haben ja alle Garagen Gott sei Dank freigeschaltet. Hier sollen wir noch ein Spray-Ding. Ja, da muss ich da außen rum. Auch freigeschaltet und wir fahren jetzt zum Rennen. Upsi. Dieser Porsche, ne?
So. So, jetzt kurz noch ein bisschen absetzen. Warum auch immer der jetzt in den Wald geht. Ich wollte die Sprungschanze da treffen. Wir machen mal Feierabend. Da sind schon wieder der Rest des Feldes, das heißt, wir können gleich wieder mal runden. Gucken wir mal, was da hinkriegen. Oh, hier stand einer. Geschafft. Das ist fast 46.000. So. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal beim Auto hinten rein, ob wir noch was. Ja, wollen wir machen Feierabend, kommen.